Für den Frieden. Und das ist das Jahr, was wir jetzt in Münster feiern. Ich sehe auch Vertreter der Kirche, Pfarrer Söhlin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Irische Kirche, hervorragend. Da können Sie direkt neben Pfarrer Söhlin sitzen. Friedenssprecher sind hier. Liebe Klaus, herzlich willkommen. Danke, dass du dann als Bürgermeister uns auch heute hier besuchst. Ich würde am liebsten jede einzelne von Namen begrüßen, aber ihr habt jetzt eine Chance, miteinander kennenzulernen. Ich werde euch nur ein Beispiel geben. Hier sitzt unser Bürgermeister Klaus mit zwei Frauen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Eine extrem aktive Mitglied von einem Verein, der wirklich Münster weiterbringt, aus Iribabrunnen. Josie, ich danke dir für deine ganze Arbeit für Münster. Herzlichen Dank. Direkt neben mir läuft jetzt eine Wissenschaftlerin aus Niger. Amina Chaibu, herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Und das ist ein kleines Beispiel von dem, was für Migranten leben hier in Münster. Unsere Mitglied des Integrationsrates, auch Kalina Kuntschewa, ist an der Universität sehr aktiv. Wir haben hier Vertreterinnen der Stadt Münster. Und es ist total schön, wenn wir die Stadtvertretung aus der Mitarbeiter der Stadt Münster anschauen, haben wir kaum Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Und wenn wir weiter nach oben in Leitungspositionen sehen, da haben wir gar keiner. Nein, ich kann keiner. Wir haben eins und die ist hier, Jimena Mesa Correa Block. Herzlich willkommen, Leitung des Kommunalen Integrationsdienstes. Unsere iranischen Frauen sind sehr gut dort platziert und ich sehe da hinten unsere Frau Risha. Bitte einen dicke großen Applaus für Frau Risha. Sie arbeitet seit mit uns, Frau Risha, wenn Sie bitte Platz nehmen, Herr Söhling nehmen würden. Herzlichen Dank, unsere iranische Frau mit dem Friedenssprecher der CDU. Also wir haben eine wunderbare Mischung. Aber wichtig, wenn wir hören, was für rassistische Angriffe jetzt passieren, wenn wir hören, dass im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung Menschen von der öffentlichen Leben, aus der Politik, uns Migranten an Ecken stellen, wo wir wirklich gar nicht gehören. Wir fangen eine erschreckende Zeit, wo Menschen, die flüchten, nicht angenommen werden sollen, dürfen, wo es null Verständnis dafür gibt. Und diese Menschen sind auf dem Weg weg vom Krieg und weg von Armut. Von einer Armut, der unter anderem, und das müssen wir uns klar machen, die unter anderem deswegen verursacht wird, weil Länder, reiche Länder, dafür sorgen, dass diese Länder arm bleiben. Mit Verträgen, mit Auslandsschulden und mit vielen anderen. Da will ich nicht so intensiv drauf gehen. Aber wenn wir ein gerechteres Welt wollen, dann müssen wir diese Menschen gucken, die hier hinkommen. Teresa, genau in der Mitte. Tut mir leid, ich würde wirklich weinen. Gerade in der Mitte haben wir ein fantastisches Projekt aus Münster. Teresa, ich bin keine gute. Ich habe dein Text weggelassen. Es tut mir leid, ich habe so viel zu tun gehabt. Aber es ist wichtig, dass ihr seid. Hier da seid, mit eurer Arbeit. Wir haben eine lange Liste von Menschen, die auf dem Meer gestorben sind. Auf dem Weg hierhin. Menschen, die auf der Suche nach Frieden waren. Nach dieser Frieden, die wir hier haben. Und in deren Länder auch haben mussten. Und deswegen unterstützt bitte diese Projekte, öffnet die Augen und schaut so, dass wenigstens in Münster
wir offen für die Interkulturalität bleiben. Ich wünsche euch ein schönes Mahlzeit, genießt die neue Bekanntschaften. Und Sie sind auch herzlich eingeladen, die Gäste, die gerade kommen. Herzlich willkommen, danke, Teresa, dass ihr mit eurem Projekt da seid. Und herzlichen Dank für die wunderbare Musik. Danke für das Thema.